Wir sind immer noch mitten im Rookie Showcase und haben ja das erste Viertel gespielt. Haben uns bisher auch, glaube ich, ganz vernünftig geschlagen. Also wenn wir mal anschauen momentan unser Team, was wir hier sehen, die Elites, wo ja Sonny Van Hero drin ist, sind wir momentan derjenige, der die meisten Punkte gemacht hat und haben 6 Punkte, haben einen Rebound, 5 Minuten gespielt, ein Assist. Also ich bin da relativ zufrieden. And still plenty of action ahead of us. We've only gotten started. Yeah, plenty of time for these guys to really showcase their talents, but you can already see why scouts and GMs are so excited about this crop. And it's great to see all the best and the brightest young prospects in one place, going at it 5-on-5. Yeah, there's only so much you can really gather from shooting drills and running through cones. Nothing beats the... Oh, was war das denn? Das war ein Alley-Oop-Versuch und keiner war da. Deion Waiters is out there with Kendall Marshall. Then it's John Henson and it's Davis. Ja, es gibt Dinge, die wir uns vielleicht sparen sollten, wenn wir 8 Punkte zurückliegen. Und dazu zählt es auch, einen Alley-Oop zu versuchen, wenn niemand da steht. Gut, ich decke jetzt erstmal hier wieder meinen Mitspieler, was gerade nicht so wirklich gut klappt. Guck. Oh nein, nicht, dass er zum Korb zieht. Na, verflucht. Ja, wir sehen es natürlich, wenn der Gegenspieler punkt, wird uns direkt ein großer Balken unseres Fortschrittsbalkens abgezogen. Und das gefällt mir ja so gar nicht. Ja, mir gefällt auch nicht diese weiten Haken, die momentan mein Spieler schlägt. Aber wir machen zumindest ein paar Punkte. Kriegen dafür aber nichts gut geschrieben, außer ein paar Münzen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn das war mein Gegenspieler, der gepunktet hat. Damit sind wir auf dem C-Rating zurück. Und ich möchte schon über die Standard-Rating von C eigentlich hinauskommen, ehrlich zu sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist zu weit. Das habe ich schon gemerkt. Aber... Ja, zumindest Offensiv-Rebound, der geholt wurde. Wir hören es ja von den Kommentatoren. Und ich habe ja zwischendurch mal so ein bisschen die Klappe gehalten, dass ihr die Kommentatoren hören könnt. Ich glaube, ich habe noch kein Sportspiel, wo die Kommentatoren wirklich so gut sind wie in diesem Spiel. And the rebound goes to the Elites. Austin Rivers, of course, the son of Celtics coach Doc Rivers, highly touted coming out of high school, had a good year at Duke, didn't dominate, but was still very productive and felt he was ready to enter the NBA draft. Ja, ich versuche es natürlich weiterhin aus der Entfernung, weil das momentan einfach mein bestes Talent ist. Was ich natürlich auch nutzen sollte, denn ich bin ja dieser Dreier-Spezialist. Das heißt nicht, dass unsere Karriere endlos so weitergehen wird. Oh, da habe ich den Ball verloren. Ja, sehr schön. Und das war ironisch gemeint. Na, habe ich das Foul zugelassen oder? Ja, das läuft momentan so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, erstes Spiel, ich glaube mein drittes Spiel insgesamt mit NBA 2K13. Also verzeiht es mir so ein bisschen. Wie gesagt, das ist für mich alles noch neu, gerade Steuerung und sowas. So, wir werden ausgewechselt, was nichts mit unserer Leistung zu tun hat, sage ich jetzt einfach mal. Simulieren bis zum nächsten Einsatz. So, 2 Minuten wieder rein ins Match. So, wir sind eingewechselt als Small Forward, ja, als was auch sonst. Aber es passiert, glaube ich, auch im Spiel, dass unsere Positionen dann mal gewechselt werden. Das heißt, wenn man uns als was anderes braucht, werden wir auch auf was anderes eingesetzt. Ja, es war auch sehr schön. Ja, wenn er den jetzt mal machen könnte. Ach, das wäre als Assist gewertet worden. Das war... Ja, das sind die Momente, die echt... So, wenigstens ein Rebound hier geholt. Ja, das bringt uns wieder in den C-Plus-Bereich. Oh, sehr schön. Das gibt uns einen Assist und das gibt natürlich reichlich Punkte. Ja, aber man merkt natürlich, wir sind immer noch, ja, echt weit weg davon, hier in einen einigermaßen guten Punktebereich zu kommen. Ach, da, doch, ja. Und ich bin davon entfernt, jemals aus dem C-Plus-Bereich rauszukommen, wenn ich meinen Mitspieler dann punkten lasse. Ach, dammit, ey. Here's Insanity.
5 to shoot. Marshall dishes to Henson. Das war schön. Auch wenn wir mal nicht ausgeführt. And especially against this competition. I mean, he's showing he can bang down low. And Lillard kicks to Beal. Na, ach, der hat er noch. Ja, ich versuche natürlich auch mal reinzuspringen. Vielleicht habe ich mal Glück und kann hier irgendwie was abgreifen. Oh, sehr schön. Ja, 5 Punkte sind es noch. Das ist möglich in 2 Vierteln. Noch ist hier echt nichts verloren. Ich würde echt gerne dieses Rookie Showcase Match gewinnen. Aber das passiert nicht, wenn ich meinen Mitspieler punkten lasse. Dammit. Spürt ihr schon meine Verzweiflung? Ach, ich sehe schon, dass ihr mich an Luft zerreißt. Du kannst doch nichts. Ihr habt ja recht, aber ich versuche ja wenigstens mein Bestes. Ich versuche sogar ein bisschen zu tricksen, aber... Ja gut, wenn ich da hinter ihm herläufe... Ah, komm, jetzt hier, mach mal. Sehr schön. Ja, gibt wenigstens ein bisschen was für gute Ballbewegung und wir kommen näher ran und das ist mir momentan echt fast am wichtigsten. So, das war's. Ja, es ist Halbzeit und wir werden jetzt, glaube ich, ja, wir sehen es hier, unsere Statistik bekommen, wie wir uns denn geschlagen haben. Wir sehen es, hat seinen Mitspielern immer wieder freie Würfe verschafft. Entschuldigung. Muss in der zweiten Halbzeit ein paar Steals holen. Ja, aber gar nicht so einfach. So, passen 5 Sterne, Punkte 3. Ja, Teamplay könnte ein bisschen besser sein, wobei Plus ist, hat seinen Mitspielern immer wieder freie Würfe verschafft. Und Teamplay ist dann so niedrig, ein bisschen merkwürdig. Ja, Defensive natürlich, ja, katastrophal, nachdem ich ihn so oft durchziehen habe lassen. Das ist echt so heftig, dass ich das Ding nicht reinkriege vorne. Da steht man schon quasi vorm Korb und dann wird es aber trotzdem nichts. Ja, komm, punkten lasse ich dich nicht, vergiss es. Ja, ich glaube, mittlerweile sollte ich meine Erwartung einfach dann zurückschrauben, dass ich hier mit einer C-Plus-Wertung vielleicht rauskomme. Das ist zumindest eine halbe Note, die ich mich verbessert habe. Ja, vielleicht soll ich ihn noch nicht echt so frei... Ja, sehr schön. Jetzt komm, mach das Ding. Ah, jetzt. Oh, verflucht, ey. Wenn er den wenigstens reinmachen würde, würde ich Assist-Punkte noch kriegen, aber so. Du gehst mir nicht durch, Kollege, vergiss es. Na, welche essen jetzt meiner? Da oben der. Ja, sehr schön. Ja, Hauptsache, die machen keine Punkte. Das ist ja auch schon mal was wert. So, komm, jetzt mal gut positionieren. Versuch das jetzt einfach mal. Ja, sehr schön. jetzt, ja, das ist so. Ja, das ist nicht meiner. Ja, gut. Das war nicht meiner, das heißt, mir wird schon mal nichts abgezogen und wir kommen ran. 4 Punkte noch. Das ist eine machbare Aufgabe. Und also, auch wenn ich mit Sicherheit nicht der beste Spieler auf dem Platz bin, ich schlag mich, glaube ich, nicht so schlecht momentan. Ja, das bringt natürlich alles nichts, wenn zum einen er fast... Oh! And Steve, you know what? He's not just a mindless bomber either. I mean, with him, it's about using that three-point shot effectively and strategically to stretch the defense. And both free throws good for... Ja gut, wenn die ihre Freiwürfe reinmachen, dann bringt uns das natürlich auch nicht so viel auf lange Sicht, denn wir sind immer noch 6 Punkte hinten und ich glaube, der Abstand, der wird auch nicht besser. Here's insanity.
Dishes it to Waiters. Here's Insanity. 11 points in the game. And the pass to Henson. 4 on the shot clock. Na, ja, sehr schön. Das gibt wenigstens minimale Punkte für gute Ballbewegung. Alles, was mir keine Punkte ab... Oh! Ja, wenn der den Mitspieler getroffen hätte, wäre es echt ein Problem gewesen. So, wir setzen uns wieder zur Frau ohne Gesicht und dem Gequetschten. Ja, über Kranke sollte man keine Scherze machen. So, Simulation bis zum nächsten Einsatz. Mal gucken, ja, 2 Minuten auf der Uhr. Dann mal wieder rein. So, Jungs, dann lauft euch mal ein bisschen frei. Ja, oder auch nicht. Mir doch egal. Ja, sehr schön. Da hätten wir auch mal als Assist werten lassen können. Ich war ja der Letzte, der den Ball davor hatte. Vergiss es hier, Lillard. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und wir sehen es gerade, während ich ausgewechselt wurde, haben wir es wirklich geschafft, Punkte zu holen und jetzt in Führung zu liegen mit 3 Punkten. Ja, ist das sehr schön. Wie gesagt, ich will dieses Spiel gewinnen und am besten mit einer C-Plus-Bewertung abschließen. Dann bin ich doch schon zufrieden. Aber ich brauche ein paar Steals, wurden mir gesagt, im Vorfeld. Ja, die kriege ich so natürlich nicht. Ja, ich habe auch noch nicht so wirklich meine Position auf dem Feld gefunden. Also eigentlich Small Forward müsste ja, es steht ja nicht am Außenkreis, er steht ja in der Regel eher im Innenkreis. Vergiss es. Ach. Ja, während ich mal eben kurz das Mikro muten musste, weil ich mich so aufgeregt habe, machen wir hier einfach mal einen Dreier, um hier zu zeigen, wie es gemacht wird. Ja, sehr schön. Rebound geholt. So, jetzt hier das Spiel vernünftig aufziehen. Ja, wem gebe ich den Ball jetzt? Ja, Foul provoziert. Da werden wir ausgewechselt wieder. Ja, stört mich nicht. So, 4. Viertel und ich glaube, wir liegen ganz gut. Also 13 Minuten Spielzeit, 14 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists. Ja, 45% Wurfquote ist natürlich nicht perfekt, aber ich glaube, ich schlage mich nicht so schlecht. Ja, komm, gib her die Pille. Dann hat er ihn da. Backt da ein bisschen rum. Ja gut, der deckt mich jetzt. Also entweder... Entscheidet euch, Jungs. Ja gut, ich könnte natürlich auch mal unterm Korb gehen und versuchen, echt ein paar Offensiv-Rebounds zu kriegen, aber... das ist ein Foul. Anthony Davis is out there with John Henson. Then it's Kendall Marshall. And it's Waiters in at the 2 spot. That's the group on the floor for the Elites. No good on that. Ja, perfekt, wenn die natürlich daneben werfen. Das freut uns natürlich ganz besonders. Good on the second free throw. Here's the Elites with the ball. They're on an 11-3 run right now. Here's Insanity. Ja. Oh, gute Wurfauswahl war das. Oh, jetzt ist aber hier wieder meiner. Ja, natürlich. Also. Oh, es war doch nicht meiner. Mir wurde nichts abgezogen. Ja, es freut mich. Also, momentan komme ich. Ja, ich will hier nicht träumen, aber. Könnte ich vielleicht hier doch noch zu den. In den B-Bereich kommen am Ende? Shot clock at 5. The dish to Henson. Marshall takes the 3. Na? Another miss by the Elites. Mist. Okay, das ist meiner, Lillard. Now, here's Lillard. He's guarded by Davis. Offensive rebound. Sehr schön. Ja, und ich komme wirklich an den B-Bereich hier noch ran, wenn das so weitergeht.
was insanity. Outside, Davis feeds to Waiters. Na, ach, verflucht. Aber wir sind im B-Bereich. So, und jetzt bitte mich auswechseln und keinen Fehler mehr machen. Ach, wenn es so einfach wäre. So, ich glaube, auf jeden Fall, wir haben eine ganz gute Draft-Position. Also, wenn wir mit einem B- abschließen könnten. Und jetzt hier, kippt nochmal her. Ich meine, ich könnte anfordern, aber... Ja, wenn ich... falsch anfordern, die... Ja gut, er spielt... Spielt er aus? Nee. Mist. Und jetzt hat genau der den Ball... Mein Gegenspieler. Komm, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf. Ach. Ja, die Jungs holen auf. Zwei Punkte noch. Ah, der hätte durchgehen können. Oh, sehr schön. Das gibt gute Assist-Punkte. Ja, und das bringt mich natürlich so ein bisschen in den sicheren B-Bereich, wenn ich jetzt hier nicht zu viele Fehler mache. Oh, Steal! Oh! Okay, Jungs, wie werfe ich mich auf den Boden? Wer das Video guckt und weiß, wie ich mich auf den Boden werfe, sagt mir Bescheid. Ich will's wissen, denn das Ding... hätte ich eigentlich haben müssen. Ach, da habe ich schon den Stil geschafft und dann sowas. Das ist natürlich ärgerlich. Genauso ärgerlich wie das hier. Ich will dieses Match gewinnen. Es sind noch 4 Minuten, also... Oh, sehr schön. Ja, und wir gehen mit 6 Punkten in Führung. So, Simulation bis zum nächsten Einsatz. Jetzt, ja, nicht besonders viel, eine Minute runter. 3:36, direkt wieder aufs Feld. Und, sehr schön. Hauptsache, er punktet nicht. Ja, und ich bleib hier an meinen Mitspielern hängen. Ja, danken ist, glaube ich, alle nicht unser Spezialgebiet bisher. Ja, noch 3 Minuten und 5 Punkte. Also noch ist ja alles drin. Jetzt komm, hier, gib mir mal den... Ah, okay, das war natürlich doof. Ja, schlechten Pass gefordert. Aber so wird's gemacht, Leute. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, ja. Das gibt natürlich großen Abzug. Gegenspieler punkten lassen. Ja, schön den Offensiv-Rebound wenigstens geholt. Davis kicks to Henson. The pass to Waiters. Just five to shoot. The fadeaway. Ja, komm, mach. Ja, sehr schön. Das sieht doch nach einer relativ sicheren Sache bisher aus für uns. 81 zu 89 bisher. Ich meine, es ist nicht mein Spiel, aber ich hole mir jetzt hier einfach den Ball. Ah, das ist nicht gut. Durch 2 missglückte Steals wird meine Wertung abgezogen. Da hätte ich... Das wäre es natürlich jetzt echt gewesen. Gute Wurf, also war wenigstens ein bisschen wieder gerettet. Ja, da muss man natürlich echt aufpassen, denn wenn man Steals macht, die nicht funktionieren, dann kriegt man tatsächlich die Mitspielernote abgezogen. Ja, und die Jungs setzen uns jetzt hier schon zu. Also ich laufe jetzt echt nur ein bisschen mit. 1:19.
Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, da ist er. Gucken, dass hier meiner wenigstens gedeckt wird. Oh, die Jungs kommen ran. 4 Punkte noch. Ey, das könnte doch nochmal knapp werden, wenn das so weitergeht. Yeah, that's because you can't get back in transition and the offense can just come down and get an easy look on you. Ja, und wenn man den Ball einfach so verdaddelt. Oh, der ist schön durchgegangen. Jetzt, was macht er denn da? Warum geht er nicht zum Korb? Der war auch schon unterm Korb. Bullshit, ey. Naja, Hauptsache wir hatten die Führung und ich hatte meine B-Note. Und ich weiß nicht, was das G gerade an mir bedeutet. Vielleicht, dass ich erschöpft bin oder so. Na. Gut, das war nicht mein direkter Gegenspieler. Also, wie gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr so viel Da werde ich einfach gefoult. Ja, die Jungs faulen natürlich jetzt, was das Zeug hält. So, hoffen wir mal, dass jetzt Marshall das Ding reinmacht. Also bei 4 Punkten, ey, das wird kritisch. Ja, sehr schön. Da ist der Vorsprung wieder 5 Punkte. Ja, ich meine, die Jungs werden natürlich jetzt, sobald wir den Ball haben, vermutlich direkt faulen jetzt und vielleicht auch auf... Ich meine, ich muss ihm ja lassen, er hat das Ding ja echt schön gespielt, das kann man ihm ja nicht lassen, also ein schöner Dank ist immer was Tolles zu sehen, aber ja, wer steht da? Ich hoffe nicht, dass Marshall wieder an der Linie steht. Walters diesmal, komm Walters, du hast es drauf, werf das Ding rein. Ja, sehr schön. Zwei Dinger gemacht. Oh nein, das ist... Nein! Ausgerechnet, das ist mein Gegenspieler. Und da sind wir schon wieder in so einem C-Plus-Bereich. Ach, und die faulen natürlich jetzt, was das Zeug hält. Das heißt, ich habe nahezu keine Möglichkeit mehr in den B-Mino. Ach, Mist. Ja, das ärgert mich natürlich jetzt ganz besonders. Wer steht auf Marshall? Wahrscheinlich 1 von 2 wieder. Ja, er ist da drin. Oh, zweiter auch drin, sehr schön. Ja, wenigstens gewinnen wir, auch wenn, wie gesagt, B-Note wäre mir echt deutlich lieber gewesen. Ja, kann Davis jetzt nicht daneben werfen? Ich mal einen Offensiv-Rebound und bin wieder im B-. Das wäre sehr passend. Mach mal, Davis. And he hits both free throws here. So now it's a 7-point game. Here comes Beal. And out of bounds as the Elites gain possession. Ja, 4 Sekunden. Das Ding ist gelaufen. Ich gebe den Ball rein wieder. Ja, komm, gib her, mach's hier nicht so spannend. Schlechte Passauswahl. Das Ding ist schön nach vorne geworfen worden. So, the Elites win it. Well, it was a fun one, but the Elites just had the better day. And they'll have a little bit of bragging rights here over the Stars as the draft nears closer. And although this isn't a league game, you can tell each player out there wanted to win. I mean, no question about it, this was a competitive affair. And there was no shortage of action on either side of the ball. Thanks for joining us for this broadcast of the NBA Rookie Showcase. I'm Kevin Harlan. For Clark Kellogg and Steve Kerr, we'll see you next time. Ja, wir haben das Spiel hinter uns gebracht. Unser Rookie Showcase ist gelaufen. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Hätte mit Sicherheit ein bisschen besser laufen können. Wir sehen uns jetzt hier in der Kabine.
Sehen jetzt hier, wir kriegen also Mitspielerschnitt C+, gibt 20 Münzen, Highlight, Spielzug 1, gibt 3, Siegbonus gibt 10 Münzen, also insgesamt 52 Münzen gewonnen, ist doch ganz nett. Ja, Leistung leider nur Mittel, was bei C keine Überraschung ist, B wäre ein bisschen schöner gewesen. Mal gucken, ob wir jetzt noch ein paar vielleicht Zusammenschnitte des Spiels sehen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende dann... mal gucken, wer war bester Spieler, wenn ich mir mal die Punkte anschaue. Ja, vermutlich Davis. Gucken wir mal. Ja, wie erwartet, Anthony Davis, bester Spieler auf dem Platz. Ja, der Mann unterm Korb quasi. Und wir haben uns da gerade gesehen. Gut, das brechen wir mal ab. Gucken mal ganz kurz, ob wir hier allgemeine Spielzusammenfassung sehen. Nee. Schade. Na gut, unsere Einnahmen werden jetzt auf den 2K-Server transferiert.